Hallo und herzlich willkommen Du und zurück zu ich, einer wir weiteren haben jetzt Folge von Großes Disney vor. Dreamlight Valley. Ja, da war sie wieder, die Bombe, aber er wollte wahrscheinlich nur die sprachliche Bombe in diesem Genau Fall. dich wollte ich sehen. Aber er wollte mich wahrscheinlich nur unterbrechen, weil er gemerkt hat, dass ich mit ihm die Quest machen wollte. Mike, wie kommst du im Tal zurecht? Oh Mann, wo soll ich nur anfangen? Anfangen? Okay, warte. Hatschi! Puh, dieser Ort ist verrückt. Schnief. Es ist wirklich sicher. Wenn ich draußen bleibe, wird mich die Luft vergiften. Was? Nein. Dir wird schon nichts passieren, Mike. Hier gibt es keine giftige Luft. Entspann dich einfach und hab Spaß. Entspannen? Wie soll ich mich denn hier entspannen? Kein Herrenhausens, keine Autos und all diese Natur. Tschi! Es ist wie auf einem anderen Planeten. Ist es wirklich so schlimm? Ich bin sicher, du kannst eine Weile ohne Harryhausens überleben. Wir haben genug zu essen. Überleben? Ich lebe hier vom Leben, Gameplayerin. Stell dir vor, wie ein. Stell dir das wie einen ausgedehnten Glamping-Trip vor. Glamping? Ich zelte nicht. Und selbst wenn nicht die Luft hier in Ordnung ist, hüpfst du doch ständig zwischen den Welten hin und her, oder? Was, wenn dir eine Art interdimensionaler Parasit eingefangen hast? Kannst du nicht etwas anziehen, das mich vor den seltsamen magischen Bazillen schützt, die du vielleicht in dir trägst? Habt ihr sonst noch irgendwelche Probleme? Wenn es dich beruhigt und du aufhörst, so zu übertreiben, klar. Toll, ich dachte an eine Schutzbrille. Ich bin sehr anfällig für optische Parasiten. Ich kann mit Dagobert sprechen und fragen, ob er eine bestellen kann. Ich verstehe schon, du willst eine modische Brille. Nur zu. Achte nur darauf, dass sie industrietauglich ist. Ja, nicht so Mein wie Freund, bist der die ganzen Allerbeste. Staubmasken, die wir jetzt zuletzt getragen haben. Also ich nicht. Dagobert, da. Nur, dass du Komm es her. weißt, ich habe ein paar Hallo. neue Waren im Laden. Ei, hallo. Ja, ich würde gerne was bestellen. Und zwar Kleidung. Ah ja, genau. 30.000. Ey, ich habe bestimmt fünf von diesen Dingern. In Rot, in Lila, in keine Ahnung was alles. Blau, glaube ich, habe ich auch noch eine. Und jetzt muss ich 30.000 aufgeben, nur damit das in Gelb ist. Super. Echt super. Das ist so intelligent gemacht vom Spiel. Aber gut, ich meine, wir haben das Geld ja. Also da beschwere ich mich jetzt nicht drüber. So kann ich das jetzt hier nicht so anklicken. So, Brille haben wir. Ich hoffe, Dankeschön. meine Was meckerst du Freundin denn hier die ganze weiß Zeit von rum? meinem. Du bist hier! Ja, wo soll ich sonst sein? Hey, meine Freundin. Hatschi! Unter diesen Voraussetzungen kann ich nicht reden. Ich glaube, ich kriege einen Nesselausschlag. Sprich mit mir, wenn du deine Schutzbrille trägst. Ja, da Du hätte ich auch warst so ein. drauf kommen können müssen. Oh Gott, stellt der sich an. Also, sagen wir es mal so, ich Danke, kenne Leute. es nicht aus den Filmen. Ich kann mich nicht mehr so daran erinnern, aber ich wüsste nicht, dass der sich in den Filmen irgendwie so seltsam angestellt hat, von wegen Bakterien, die nicht da sind. Wie wär's damit? Herr Duck hat mir eine Schutzbrille besorgt. Wow, die ist ganz schön strapazierfähig. Wie etwas, das man im Vorratsschrank eines Kindersuchagenten finden würde. Ich hoffe, mein Geldspeicher hält durch. Wir haben ein 2319. Du magst sie nicht? Nein, sie ist perfekt. Ich fühle mich, als wäre ich wieder in Monstropolis. Fühlst du dich jetzt besser, wenn ich sie trage? Auf jeden Fall. Aber wenn du wirklich willst, dass ich mich wohlfühle, könntest du mir mit meinem meinen Allergien helfen? Ich schwöre, diese Blumen hier lassen Pollen förmlich regnen. Oh, du hast eine Pollenallergie? Leider ja. Einer der vielen Gründe, warum ich gerne in der Stadt lebe. Da gibt es aber in der Regel sogar, naja, noch mehr Pollen will ich nicht sagen, aber da gibt es sehr viele Pollen. Seitdem ich jetzt wieder auf dem Land lebe, muss ich sagen, habe ich da nicht mehr so Probleme mit gehabt. Kann ich dir eine Art Medizin gegen Allergien besorgen? Vielleicht kann ich mit Merlin über einen Zaubertrank reden. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendwas hier den Zweck erfüllt. Ich brauche etwas mit einem richtig Ich hoffe, du monströsen hast Kick, einen verstehst lukrativen du, was ich Tag. meine? Wirklich? Aber wenn du mir ein paar besondere Zutaten mitbringst, kann ich eine Lösung zur Beseitigung von Pollen herstellen. Zur Beseitigung von Pollen, ja, das will ich sehen.
Also, die dich von deinen Socken hauen wird. Was brauchst du? Ich habe jetzt schon Angst. Ich kann dir eine Liste geben, aber ich weiß nicht genau, wo man die Zutaten findet. Bist du bereit für eine kleine Schnitzeljagd? Oh. Klar. Okay, zuerst brauche ich ein paar getrocknete Angelköder. Dann ein paar uralte Krümel und schließlich etwas verdächtige Kühlschrankschmiere. Ihr seht mich jetzt nicht, aber wenn ihr mich sehen würdet, ich bin jetzt sprachlos. Also es ist etwas Neues, was wir jetzt finden müssen, wo ich leider natürlich nichts von in meiner Kiste habe. Das ist wirklich eklig. Ja, das auch. Aber klar, hast du eine Idee, wo ich alles finden kann? Ich weiß nicht. Vielleicht versuchst du es mit den Häusern der verschiedenen Dorfbewohner? Cool, dann fange ich da an. Wir sind ja alle so nett. Um ehrlich zu sein, ich finde das etwas beunruhigend. Ach so, da steht aber auch drin. Ah, Mickey, Goofy und Merlin. Mickey, Goofy und Merlin. Komm mal her. Du bist hier. Lass uns abhängen, damit du nicht immer abhaust. So, Mickey, Goofy und Merlin. Merlin ist hier. Was braucht er denn hier? Etwas, das seit Ewigkeiten in Merlins Bibliothek versteckt ist. Ich hätte jetzt mal spontan auf diesen Dings hier getippt, aber... Uralte Krümel. Ah, okay. Da haben wir sie schon mal. Goofys Haus und Mickys Haus. Das ist Mickys Haus. Hi, Kumpel. Nein, och, ich will nicht kochen. Ich will das hier... Verdächtige Kühlschrankschmiere, okay. Und einmal in Goofys Haus. Das ist was ich jetzt sehr, sehr positiv finde, weil man jetzt hier nicht stundenlang Rätsel raten muss, wo man jetzt die Sachen findet. Ist immer noch so ungewohnt, hier reinzugehen und Goofys Haus stehen zu haben und nicht das eigene. Brauchst du etwas? Lampe. Nee, es ist im Nachttischschränkchen. Getrocknete Angelköder. Ja, genau. Bitteschön, Mike. Keine Ahnung, was du damit jetzt genau machen willst. Also ich weiß es schon, aber wie er das machen möchte, ja. Mike, ich bin wieder da. Ich hoffe, die hier funktionieren für deine Lösung zur Beseitigung von Pollen. Oh ja, 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 ja. Die sind perfekt, Gameplayerin. Hier, ich mische sie einfach zusammen. Hast du ein spezielles Rezept oder so? Oh ja. Ein Glotzkowski-Familiengeheimnis. Ja. Meine Mutter hat es an mich weitergegeben, bevor ich auf die Uni ging. Ziemlich interessantes Geschenk für einen Studenten, ja. Ja, finde ich auch. Was soll ich sagen? Manche Kinder bekommen handgemachte Decken. Ich habe eine botanische Superformel bekommen. Es hat eine Weile gedauert, bis die Gärtner auf dem Campus überzeugt waren, es zu benutzen. Aber als sie es taten, gingen die Besuche von Allergikern in der Krankenstation um 70% zurück. Das heißt, ich werde wahrscheinlich was gießen müssen, oder? Und los geht's. Wenn er so... Ja, 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 ich wusste es. Ich wollte gerade sagen, wenn er nämlich so sagt, die Gärtner haben es benutzt. Danke, dass du mir geholfen hast, mit diesen ekligen Pollen zurechtzukommen, Gameplayerin. Klar, wenn ich es in meiner herrschaftliche Gießkanne gieße, sollte es klappen. Aha. Du bist eine Lebensretterin, im wahrsten Sinne des Wortes. All diese Pollen sind... Achi! Das bringt mich doch mal um. Ja! Ich weiß, dass es schwierig sein wird, jede einzelne Blume im Dreamland Valley zu gießen. Ach du Schande. Aber es freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, mir zu helfen. Ja, nee, ist klar. Aber glücklicherweise hat mir Merlin kürzlich erzählt, dass die Dreamlight-Magie alle Blumen hier miteinander verbindet. Ich sollte in der Lage sein, eine Handvoll von ihnen zu bewässern und das magische Wurzelgeflecht wird die Lösung zur Beseitigung von Pollen allen anderen zutragen. Das ist toll! Oh, und könntest du mir ein paar Blumen bringen, nachdem sie pollenfrei sind? Meine Wohnung könnte ein bisschen Farbe vertragen. Verstanden. Guten Morgen. Wieso blinkt das da immer noch? Okay, ich glaube, wenn wir rausgehen oder wenn die Quest vorbei ist, spätestens wird das wohl nicht mehr blinken.
Jetzt stehen sie alle hier draußen, oder was? So, Moment. Verbessere. Das heißt, wir müssen das benutzen, ne? Können wir auch mal dieses schreckliche Ding ausziehen? Das ist ja... Was ist das denn? So. Ist mir doch total egal, ob er dann am Niesen ist oder nicht. So. So, 10 Blumen im Dorf gießen. Hier haben wir direkt 3, das ist doch schön. Hallo Merlin. Ich hatte eigentlich auf ein Oh, hallo gehofft, aber ich glaube, er ist noch genauso müde, wie ich es eigentlich gerade bin. Ab morgen endlich mal wieder einen Tag ausschlafen. Das brauche ich auch gerade aktuell, weil ich stehe morgens auf und kann gar nichts mehr. Also kann nicht mehr riechen, kann nicht mehr schlucken, kann gar nichts mehr. Und versuche irgendwie über den Tag zu kommen und dann auch noch aufzunehmen nebenbei. Und hier ist schon wieder irgendeine Post angekommen. Hallöchen. Ja? Deine nächste Mission. Hey Space Ranger, hast du darüber nachgedacht, mehr Werkbänke im Tal aufzustellen? Damit du mehr bauen kannst, ich denke, das würde deine verschiedenen Projekte deutlich verbessern. Ich habe ein paar Materialien für eine weitere Werkbank gesammelt, falls du damit einverstanden bist und loslegen willst. Mach damit, was du willst. Das ist natürlich nur ein Vorschlag. Ja. Finde ich cool. Aber ich habe doch überhaupt gar keine normale Werkbank. Ich kann doch nur die von Ariel machen. Ach nee, Werkbank aus... Holz, Werkbank aus Eisen. Die sind jetzt aber nicht neu, oder? Da brauche ich noch das dafür. Na gut, ob die jetzt rot ist oder ob die jetzt so komisch silbern ist, das wäre mir eigentlich auch noch egal. Wo ist denn die von Ariel jetzt hin? Die ist jetzt gar nicht mehr hier drin. Hä? Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Park-Recycling-Behälter haben wir auch neu bekommen. Keine Ahnung, wo das jetzt her ist. Bunte Parkbank. Oh, wir können Luftballons machen. Ach, die sehen ja geil aus. Die sind cool. Die muss ich mir auf jeden Fall mal für meinen Vergnügungsparkteil machen. Das Fähnchen sieht jetzt nicht so toll aus. Verkaufsstand könnte ich mir übrigens auch mal einen machen. Tut mir jetzt leid, dass ich jetzt gerade hier so ein bisschen die Quest unterbreche. Ach da, Ariels Werkbank. Wieso steht die unter Möbel? Weil man konnte die doch benutzen als normale Werkbank, soweit ich weiß. Hm. Naja, auf jeden Fall können wir jetzt auch, haben noch 2 Blumen, die wir machen müssen. Und wir können jetzt auch, ich meine, das konnten wir vorher wahrscheinlich schon. Ich habe es irgendwie nicht gesehen. Oder wir haben gerade erst dafür den Entwurf bekommen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, um normale Werkbänke zu machen. Hinten ist noch eine Blume. Komme ich da so rüber oder muss ich da... Nee, es geht, okay. Ich kann sie nur nicht gießen. Och. Stelle sicher, dass du Blumen in deinem Inventar hast. Oh, wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ich meine, ich kann die jetzt alle nochmal ablaufen, die ich jetzt gerade gesehen habe und bewässert habe. Da weiß ich dann halt wenigstens, wo die sind. Aber das sind wieder so viele unterschiedliche und mein Inventar ist immer noch ein bisschen voll. Nee, mit dir spiele ich nicht. Mit dir will ich nicht spielen. Ich glaube, du hattest Level 2. Ich weiß es auswendig nicht mehr. Ihr könnt gerne bei mir auf dem Blog nachschauen. Da habe ich eine tolle Übersicht gemacht. Weil ich es halt eben auch gar nicht auswendig jetzt immer so genau im Kopf habe. Habe ich den hier noch gegossen? Nee, das sind also die normalen. Was hatte ich noch mal für hier vorne waren, glaube ich, noch 3, ne? Genau, die nehmen wir auch noch mit. Das sind aber wieder 3 verschiedene. Das ist doof. War nicht hier noch irgendwo einer? Doch da. Kann ich die noch nehmen? Ja, natürlich. Ah, genau das meinte ich. Aber Moment, wir können, glaube ich, die Farbe haben wir noch nicht. Die Farbe haben wir und die Farbe haben wir auch hier vorne. So, bringe die Blumen zum Rat, zu Mike. Ich kann nicht mehr reden. Wo ist Mike? Hallo? Ich denke, du willst mit mir abhängen, Mike. Wo bist du denn schon wieder? Du kleiner...
Du darfst nicht. Ein kleiner Pinnenfluch. Da unten. Du hast dich jetzt nicht hier hinter Dagoberts Haus versteckt und grinst mich jetzt dümmlich an. Was soll denn das? Muss ich die markieren wahrscheinlich, ne? Nee. Das reicht ja schon. Die gute Fee wollte auch mal nachgucken, ob mit ihm noch alles in Ordnung ist. Na, wie geht's? Mike, ich habe dir ein paar Blumen mitgebracht und habe sie dir gerade schon gegeben. Ich dachte, die würden gut aussehen. Du bist doch nicht allergisch, oder? Oh, das ist... Es ist... Das ist... Hammermäßig toll. Hatschi! Gesundheit, ja, das auch. Ich dachte, die wären pollenfrei. Das waren sie. Willst du mir sagen, dass die Pollen hier stärker sind als die von Monstropolis? Nun, Dreamlight-Magie funktioniert auf seltsame Weise. Oh nein! Stimmt etwas nicht? Ich kann nichts sehen. Meine Kontaktlinse. Ich muss sie rausgenießt haben. Ja, das ist richtig geil hier so direkt hinterm Haus. Oh nein, sie könnte überall sein. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich finde ich die jetzt irgendwo in den eisigen Höhen oder so. Bis dahin hat er dann genießt. Wir müssen uns im ganzen Tal umsehen, richtig? Hey, meine Nieser sind gewaltig. Ja, so ähnlich wie deine Rülpse. Aber anhand der Richtungen, die ich geschaut habe, könnte sie am schillernden Strand sein. Oh, und meine Nieser sind auch ziemlich nass. Wenn du also Pfützen siehst, bist du wahrscheinlich auf der richtigen Spur. Igitt. Aber gut zu wissen. Hier sind ja alle so... Ich bin noch die ganze Woche hier. Ja. Jetzt bin ich nicht mehr so begeistert davon, dass du noch die ganze Woche hier bist. Nach der Aussage gerade. Okay. Ich meine, es ist der schillernde Strand. Was erwarten die jetzt? Klar ist das hier nass. Oh, Moment. Das müssen wir mal eben... Oh, endlich wieder eine schwarze. Aber hier ist gar nichts am schillernden Strand. Ah, Moment. Ih, das ist ekelhaft. Ist das die Kontaktlinse? Kann einer mal den Rotz hier wegmachen, bitte? Ach, wo ist denn der? Also dafür, dass der mit mir abhängen wollte, ist der irgendwie ständig weg. Jetzt hat er sich hier in den Büschen versteckt. Du und ich, wir haben jetzt Großes vor. Wie komme ich denn jetzt dahin? So. Boah, die sieht aber eklig aus. Kann man das? So. Meine Kontaktlinse, du hast sie gefunden. Hoffentlich ist sie nicht zerkratzt oder so. Dieses Ding, sie ist wie ein Panzer gebaut. Wenn du ein Auge hast, das so groß ist wie meins, brauchst du strapazierfähige Kontaktlinsen. Außerdem ist sie versichert. Die Monster AG hat hervorragende Sozialleistungen. Wenn sie zerkratzt ist, müssen wir dann einen Unfallbericht ausfüllen. Die Versicherungsgesellschaft informieren, die Berichte erledigen. Berichte? Hast du Berichte gesagt? Oh Mann, ich muss mich hinsetzen. Sind die Berichte wirklich so schlimm? Das kannst du nur sagen, weil du, wenn du noch nie der Monster AG gearbeitet hast. Ich dachte, ich würde ja eine Pause von Rosa und ihrer Zwillingsschwester bekommen. Das wirst du. Was ist los? Ich zittere tatsächlich. Und, tschi, meine Allergie hat wieder zugeschlagen. Ich frage mich, ob es einen Zusammenhang zwischen deinen Allergien und Stress gibt. Hast du versucht herauszufinden, warum Rosa und ihre Schwester dir so unter die Haut gehen? Du meinst, abgesehen davon, dass sie jeden Morgen Glutzkowski sagen, wenn ich zur Arbeit komme, oder ihre ständigen Forderungen nach Berichten, zur Kenntnis genommen. Ich könnte immer so weitermachen. Hast du den ganzen Tag Zeit? So gern ich auch alles hören würde, was dich an ihnen stört. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Aber ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn ich mich als Rosa verkleide und du ihr dann alles sagen kannst, was du ihr schon lange sagen wolltest? Das könnte interessant sein. Ich bin dabei, wenn du dabei bist.
sie trägt immer diese Hornbrille und einen roten Pullover. Ich habe etwas anderes im Sinn, das mir helfen wird, auch wie Rosa auszusehen. Versuche, dich für einen Moment zu konzentrieren. Ich bin gleich zurück und helfe dir, dich zu öffnen. Warte mal, was hast du vor? Ich denke, das wird eine große Hilfe sein. Ich werde etwas Stoff, Seil und Weichholz zusammensuchen. Nun, das muss ich sehen. Super miese, Peter. Du warst ein tolles Publikum. Danke, Leute. Ich bin noch Oh mein Gott. Seil, ja. Wir haben natürlich nicht so viel, dass wir da Seil draus machen können. Und Christoph ist immer noch nicht zurück. Das heißt, bei dem könnte ich jetzt auch keinen Notkauf machen, falls der was im Angebot hat. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wann die mal zurückgesetzt werden. Ich meine, wir haben jetzt gleich schon 10 Uhr. Trotzdem ist hier immer noch nichts Neues drin. Und ich habe das gestern, weiß ich nicht, um 8 Uhr oder so, kurz nach 8, glaube ich, hier gemacht. Und da ist immer noch nichts Neues da. Also, ist halt doof. Oh, ich kann nur 10 machen. 23 brauche ich, ne? Das heißt, ich brauche noch 13. Und ich brauche jeweils 8. Oh, das ist ja ätzend. Moment, da brauche ich Faser für. Faser ist hier. Und ich habe nur 15. Oh, wollt ihr mich denn? Ich habe sonst keine Algen mehr. Das ist doch scheiße. Jetzt muss ich hier ernsthaft immer so ein bisschen... Oh Mann, mein ganzer Vorrat an roten Algen ist dann auch weg. Ja, und natürlich ist mein Inventar voll. Oh. So, aber jetzt müssten wir auf jeden Fall genug Platz frei haben. Das Problem wird allerdings sein... Oh, obwohl, naja, da kriegt man dann doch... Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Wir brauchen... Wie viel haben wir jetzt nochmal? Kann man hier nicht sehen. Moment. Wir brauchen noch 11... Ach, was mache ich denn? Wir brauchen noch 11 Stück. 11 Stück. Das heißt, wir brauchen 88 Fasern. Moment, wir brauchen eine Alge für 5 Fasern. Sehe ich das jetzt richtig? Sehe ich doch richtig. Das heißt, wir brauchen, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 18 Algen. Also machen wir mal 20. So, da braucht man dann Fasern, genau. Da. Seile. Was habe ich gesagt? 11. Na, habe ich gar nicht so schlecht gerechnet. So. Oh mein Gott. Okay. Fertige eine Maske von Rosa. Achso, von Rosas Gesicht an. Wie wär's? Wir öffnen eine Tür zu etwas Neuem. Funktionale Gegenstände. Ja, funktionale Gegenstände. Zack. So. Ziehe die Maske an. Jetzt kommt's. Moment, ziehe die Maske an. Und den Rest habe ich jetzt vergessen. Irgendwas Rotes. Also er hatte gesagt, er hat einen roten Pullover an. Gut, ich habe jetzt keinen roten Pullover. Nehmen wir mal das. So. Oder das. Nee, das kommt. Das Böse trägt viele Namen. Viele Masken, nicht Namen. Das ist eine Halloween-Quest oder was? Hä? Oh, lila Süßigkeiten. Ah, cool. Kann man die... Moment, süßes oder saures? Ein dreigängiges Halloween-Menü? Zuckerrausch? Was sind das hier für Aufgaben? Halloween ist doch erst in... einem halben Jahr circa. Hallo?
Sprich mit Mike, um seine Therapiestunde zu beginnen. Wo ist der denn? Irgendwo hier. Wally. Da ist er. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Hallo, Glatkowski. Ah, Rosa, was machst du denn hier? Wie kommst du hierher? Mike, ich bin's, Gameplayerin. Ich trage ein rosa Kostüm. Oh, puh, die Ähnlichkeit ist unheimlich. Ich dachte, du wärst rosa, bis ich meine Beine, deine Beine gesehen habe. Es klappt, lass uns weitermachen. Wo sind deine Berichte, Glatkowski? Oh, ich war beschäftigt und in einer anderen Welt. Und die kleinen Tiere hier haben alles gefressen. Ich mache sie fertig, versprochen. Das darf nicht noch einmal passieren. Nein, ich werde... Weißt du was? Nein, ich muss das nicht hinnehmen. Hörst du mich, Rosa? Ich bin fertig mit deinen Berichten. Fix und fertig. Wie mutig von dir, Glatkowski. Ja, genau. Ich bin der mutigste und leistungsstarkeste Scherzer, den du je gesehen hast. Geht es hier wirklich um die Berichte, Glatkowski? Geh in dich, lass alles raus. Hm, da ist noch etwas anderes. Es sind deine Haare. Es sind deine Haare, Rosa. Meine Mutter hat die gleiche Frisur. Weißt du, wie es ist, wenn du jeden Tag zur Arbeit kommst und die Frisur deiner süßen Mutter auf dem Dorn in deinem Auge siehst? Lass mich wieder zur Rosa-Stimme wechseln. Glatkowski, vielleicht sind deine Mutter und ich beste Freundinnen. Vielleicht stehen wir uns so nah wie Schwestern. Nenne mich ab jetzt Tante Rosa. Keine Witze darüber. Ja, ich weiß, das ist deine Chance, Mike. Lass alles raus. Du bist nicht meine Chefin, Rosa. Du arbeitest nicht einmal mehr in der Fabrik. Wenn ich meine Berichte zu spät abgebe, könntest du und deine Schwestern Sally damit nerven. Ja, los, Mike. Warte, was? Sally ist der CEO. Die Berichte sind sein Problem. Ich bin das Talent. Hm. Ich bin sicher, das hilft. Aber hat das geholfen? Fühlst du dich besser? Ich fühle mich so viel besser. Wow, das hat wirklich geklappt, Gameplayerin. Ich helfe gerne. Wir können nicht zulassen, dass sich unsere neuen Bewohner in ihrem neuen Zuhause unwohl fühlen. Jetzt kann ich endlich aufatmen. Ich fühle mich erholt, verjüngt. Danke, Gameplayerin. Ich glaube, jetzt kann ich es hier tatsächlich genießen. Übrigens habe ich gehört, dass die Dorfbewohner versuchen, sich mit Geschenken bei dir zu bedanken. Ja, das kommt manchmal vor. Aber du musst dich nicht gezwungen fühlen. Oh doch, hier, nimm das. Oh ja! Die Morgenflut ruft nach mir. Einer der besten aus meiner Sammlung. Das ist wirklich eklig, Mike. Wenn du tropfende, mit Rotz gefüllte Taschentücher eklig findest, dann ist das eben so. Ja. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja. Da ich nicht mehr so ängstlich bin und nicht mehr niesen muss, sehe ich mir diesen Ort mal an und wie wir ihn besser machen können als je zuvor. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du dir ausgedacht hast. Bis später, Mike. Ich bin noch die ganze Woche hier. Ja, er ist noch die ganze Woche hier. Und das werden wir natürlich ausnutzen, weil wir zur nächsten Quest springen werden. Die werdet ihr dann allerdings erst einen Tag später sehen. Deswegen erstmal danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge, nachdem ich ihn dann hochgelevelt habe. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Und nicht vergessen, eurem Kellner Trinkgeld zu geben. Und das war's von meiner Seite. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.